Wie angekündigt stehe ich also jetzt hier draußen und gleich geht die Parade los. Ich habe da hinten schon das Auto gehört. Ich gehe jetzt mal auf die andere Straßenseite mit meinem Dröhnchen, damit wir auch von oben auf die Sache drauf gucken können. Und dann schauen wir mal, wie das hier vonstatten geht, der letzte Schultag von meinem Sohn. So, jetzt bin ich ziemlich dunkel in mir Sicht. Jetzt ist meine Frau mit im Bild. Das macht gar nichts. Das war also jetzt die Parade, die Abschlussfeier, die ausgefallene Abschlussfeier für unseren Jungen, der die Grundschule nach dem 5. Jahr beendet und ab nächsten September zur Mittelschule geht oder zur virtuellen Mittelschule. Bevor eben die Parade losgefahren ist, gab es dann auch noch ein kurzes Gespräch mit dem Direktor, Mr. Cohen. Das ist übrigens der, der eben die Luftschlangen aus dem Auto gesprüht hat. Und naja, ich blende euch mal kurz hier ein. Da gab es eine Videokonferenz mit den Eltern und dem Schüler. Und der hat sich nochmal persönlich von jedem Einzelnen verabschiedet und alles Gute für den Sommer gewünscht. Ich hoffe, der kleine Ausblick auf die etwas andere Schulabschlussfeier hat euch gefallen. Und naja, was soll ich sagen, schaltet wieder ein, wenn es heißt Dorfleben USA. Macht's gut und bis bald.